Na geht doch, mal wieder Herefords. Also habe ich wieder die Chance, etwas zu lernen. Mal gucken, was ich heute lernen werde, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wenn ich überhaupt was lerne. Also hat denjenigen ausgehört. Ich dachte schon, warum ist der jetzt so ein Männlein? Ich nehme... Termit ist schon genommen worden. Oh, wir haben Rekrut vom kostenlosen Wochenende. Nee, der auf jeden Fall nicht. Und der auch nicht. 5 gegen 5. Hoffentlich reißen die auch was. Ah, die spielen schon zusammen. Okay, dann haben sie sich abgesprochen. Hier, wie wäre es heute mal mit einer besonderen Herausforderung? Auch noch mit Schrotflinte und mit sowas. Na. Hoffentlich reißen die uns nicht nach unten. Geht ein Gegner lädt noch. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ne, die mache ich so kaputt. Da werde ich jetzt nicht meine Taser benutzen. Etwas Falten vorgehen. Da klüppelt schon was auf. Also da ist eine Kontaktgranate irgendwo geflogen, aber recht weit weg. Treppenhaus im Süden. Ist hier irgendwo noch eine Kamera, die ich schon mal ausfindig machen kann? Dachboden, da ist niemand. Einsatz in 10 Sekunden. Womöglich im Keller. Oh, wer kommt der Sache näher? Ich verstecke mal meine Drohne. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Entschärfer wurde erneut gesichert. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Keine Außenkamera. Vielleicht sind sie ja doch hier. Ah, die sind womöglich im Keller. Noch wissen wir es nicht. Wir müssen es wissen, wir müssen es wissen. Oh, die sind schon im Keller. Ah, schaut mal hier. Oh, aber immerhin, das noch geschafft. Habe ich zu lange einfach mal in den Raum gestarrt. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Das Ding ist schon weg, naja. Na gut. Die ist auch schon weg. Rekruten neben noch. Am Ende sterbe ich als erster. Nicht. Entschärfer ist jetzt gesichert. Gut, das war Grabschwar. Ah, aua. Passt auf. Eigentlich wird das jetzt nichts mehr. Kaum Lebenspunkt, ich müsste vorhalten. Der kommt da nicht mehr hin. Das war Spritzenmann, oder? Nee, da kommt er nicht mehr hin. Da hilft auch kein Vorhalten. Einer vom eigenen Trupp. Na toll, der weiß auch, wo ich bin. Ist noch 2 Minuten, dann warte ich immer kurz ab. Vielleicht kommt er ja raus. Na, vielleicht kommt er jemand zu mir, ne? Weil mit so wenig Lebenspunkten darfst du nicht sofort bei so viel Zeit offensiv werden. Es kann eigentlich nur schief gehen. Es gibt meistens jemanden, der irgendwie nach vorne prescht. Gut, jetzt muss ich mir aber auch einen alternativen Eingang suchen. Hoffnung, dass hier niemand ist. Hoffentlich steht keiner hinter der Wand. Ich mache auch gerade Lärm. So, das Treppenhaus wusste ich ja. Ich dachte, da hockt jemand. Also die Treppenhäuser habe ich mir schon vor längerer Zeit mal gemerkt, die Himmelsrichtung. Ich habe ja noch eine Schockdrohne. Ob jemand hinter mir im Raum ist? Na, schnell! 9 Lebenspunkte. Scheiße, die haben Läsion. Das schaffe ich doch niemals. Wenn er hier noch weitere Minen platziert hat. Die nächste bringt mich um. Ach du Kacke.
Muss ich mal den Boden abkundschaften. Ich glaube, hier ist keine weitere Mine. Scheiße. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Mine übersehen. Das wird gleich ansonsten ein ziemlicher Reinfall werden. Zwei Gegner, noch einer, weiß ich, wo er ist. Es bleiben noch fünf. Links von mir ist einer. Nur noch ein Gegner übrig. Da! Wow! So was mag ich ja. Ich mag solche Situationen, wo du auf dich alleine gestellt bist. Weil dieser Moment, wenn du es schaffst, dann Gänsehaut. Es ist Gänsehaut. So ein geiler Abend. Ubisoft hat mich überhaupt noch gar nicht enttäuscht. Dabei sind schon locker 8 Folgen im Kasten. Also keine blöden Rausgeher, keine großartigen angeknabberten Partien. Gefällt mir. Und bisher jede Runde war irgendwie spannend oder spaßig. Also bisher der perfekte Abend. Und es sind noch alle Gegner da. Also es war jetzt auch keiner irgendwie eingeditscht. Hat aber auch Schwein, dass nicht noch irgendwo eine Läsionmine lag. 9 Lebenspunkte und ich musste offensiv werden. Ich hatte noch 2 Gegner, die nur auf mich gewartet haben. Aber ich habe mich versucht, so ruhig wie möglich zu verhalten. Ja genau, schmeiß seinen Kollegen raus. Die Bomben sichern. Die Bombe ist daneben. Ah, ich überhaupt zu machen? Weiß ich noch nicht. Ich würde gerne, dass daneben an aufgemacht wird. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend. Puh, weiß noch gar nicht, wo ich überhaupt selbst hin will. Achtung, hier hat, glaube ich, Mira was dagegen. Oh, die Drohne kann da wegfahren, scheiße. Okay, ich muss erstmal ein böses Auge platzieren, ehe die hier reinkommen. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hoffentlich platziert sich keiner hier in die Ecke neben die Bombe. So, böses Auge, wohin? Jetzt muss ich auch überleben. Böses Auge bereit. Damit ich damit noch was anstellen kann. Wo gehe ich denn gerade hin? Drohne zerstört das auch noch. Super. Der steht blöd zum Schild platzieren. Nee. Sagt mir nicht zu. Da kommt hoffentlich kein an. Jetzt werde ich erstmal die bösen Augen ausrichten. Ich würde mal so, ist, glaube ich, der beste Kompromiss. Ah, gefällt mir so gar nicht. Fuse haben sie. Keiner hat wieder Kameras geguckt. Zumindest hat keiner irgendwie versucht zu identifizieren. Meine Vermutung. Das ist ärgerlich. Dabei ist es so wichtig zu wissen, wer der Gegner ist, finde ich. Jetzt war bloß der Regen. Da ist keiner mehr herumgestapft. Pappdecke. Keine Fuse ankommen. 2 Gegner weg, bei uns nur einer. Und Spritzenmann könnte sich vielleicht mal heilen, ehe er ganz stirbt. Ich lade nach. Feuerschutz. Ich glaube, die bösen Augen stehen so, dass niemand vorbeikommt.
Ich würde so gern noch jemanden identifizieren. Da putzt jemand mit seinem Bauch den Boden. Wie ich jetzt schon bei normalen Kameras zusehe, dass ich die Dinger einfach ausrichte, obwohl selbst ein toter Kollege die noch bewegen kann. Das ist ja nicht bei uns. Trotzdem achte ich mal darauf, falls jetzt eine Drohne auch zu uns will. Nicht gut. Stehe ich aber eigentlich blöd, falls jetzt genau hier jemand in der Ecke ankommt. Ich gehe zumindest mal etwas weg von der Tür, das ist mir irgendwie nix. Die wollen wohl Mira ärgern. Mal gucken, wie lange Mira das überlebt. Zumindest habe ich ihn von Mira ferngehalten. Jetzt zieht er sich was an. Und das auch noch bei mir. Ganz schön dreist. Oh, hier ist Metall. Wo war hier Metall? Der Schrank, glaube ich. Jetzt zieht er sich so eine Matte an. Ah, die bösen Augen waren nicht schlecht platziert. Erstmal überhaupt nichts los gewesen, aber dann damit was machen können. Mira retten und vor allem sehen, was da jemand in meiner Nähe ist. So, mit Twitch lief es vorhin gut, deswegen sagt sich da wer, mache ich jetzt auch so. Dann nehme ich, nehme. Die nehmen wieder Rekord. Splitter sprengen, Splitter. Das andere habe ich nicht mehr sehen können. Zumindest habe ich es nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, hier kann man nicht rein. Oder war das nur Villa? Ich weiß es gerade nicht. Ich suche mir einfach einen anderen Eingang. Oh. Na, oh, immerhin noch identifiziert. Ich wollte sie jetzt noch zwingend mitnehmen. Weil sie zu kennen, für alle Kollegen, ist schon einiges wert. Damit man einfach von vornherein weiß, was auf einen zukommt. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Okay, auf dem Dachboden sind sie. Entschärfer ist jetzt gesichert. Da war meine Kamera. Da ist immer noch eine. Und zur rechten war mal der Gabelstapler. Hier ist noch dieses Getank. Da war die, okay. Hat hier gerade jemand eine Kamera rausgeworfen? Es klang irgendwie so. Kamerafrau. Der Regen ist hier aber auch schön. So, alle Außenkameras kaputt. Ich hab schon. Nein, noch nicht er. Aha. Soll ich alleine auf weiter Flur gehen? Boah, ich bin nah bei der Bombe, das ist eigentlich nicht gut. Ich will wieder weg. Hier war das Treppenhaus, ne? Ja. Die war aber eindeutig. Hier oben wächst Gras. Geh weg da. Dankeschön. Okay, da ist noch zu, das ist gut. Kapschfrau ist schon tot, das ist auch gut. Oh, es geht schon los. Weder Entschärfer, wo ist jetzt alleine? Nein, da sind noch zwei, okay. Aber hier kann ich rein. War da gerade eine Kappkamine am Fenster? Ja,
Oh. Genau, die nehme ich natürlich mit. Hier oben war eine stinknormale Kamera, ne? Ne, Frau Frost ist tot. Okay, der Entschärfer ist noch besetzt. Hier oben war eine normale, ich glaube in der Mitte des Dachbodens. So nicht. Wo war denn die Kamera jetzt? Ich muss mir das mal anschauen. Sehe ich die jetzt hier irgendwo? Ach, über mir, da ist sie kaputt. Oder es war noch eine Kamera, Frau Kamera. Das ist so ein toller Abend bisher mit Rainbow Six Siege. Ich glaube, eine Folge gönne ich mir noch, vielleicht zwei. Mal schauen. Stimmt, die wöchentlichen Herausforderungen sind im Hintergrund noch aktiv. Muss ich auch nochmal nachschauen, was ich da jetzt in der Woche habe. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.